Hallöchen, ihr lieben Häschen. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Metro Exodus. Wir haben in der letzten Folge die Wolga hinter uns gelassen und sind mit dem Zug jetzt... Onkel Tucker hat schon seine Werkstatt eingerichtet. Okay, sehe ich mir gleich an. Mast ja. Ich gucke mich jetzt hier erstmal an dem Zug um. Ist ja auch mal schön, zwischendurch ein paar ruhige Augenblicke zu haben, oder? Und auch mal ein bisschen Sonnenschein. Artyom! Komm rein und setz dich! Stepan will uns etwas vorspielen. Na dann. Und Artyom, bereit für eine Jam-Session? Na los, schnapp dir die Gitarre! Let's rock'n'roll! Falls ihr das nicht hört, ist es geclaimt worden. Falls ihr es doch hört, herzlichen Glückwunsch. Gott, haben wir einen behaarten Arm. Fahrrad. Oder Dreirad. Danke, Stepan. Und ich bekomme kein Danke? Tut mir leid, wenn ich frage, Katja. Nastjas Vater. Er ist tot, oder? Weiß Nastja das? Ja, ist er. Ich wollte es vor ihr verbergen und sagte, er sei zum Markt gegangen. Etwa 3 Tage vergingen. Und ich behielt es für mich. Ich saß da mit einer Nadel in der Hand und konnte nichts sehen. Mir wurde schwarz vor Augen. Dann schlich sie sich zu mir und sagte, du musst weinen, Mama. Dann fühlst du dich besser. Senja hat das immer gesagt. Also weinte und weinte ich. Sie weiß es. Sie weiß alles. Es tut mir leid, Katja. Es tut mir so leid. Ich erzähle dir mal, wie wir zur Brücke gekommen sind. Früh haben wir noch nordwestlich von hier gelebt. Recht nah zumindest, Luftlinie. Aber wir haben 1 Monat gebraucht. Da draußen ist alles zu Schutt gebombt. Jermak fragte danach und ich habe es ihm gesagt. Senja hat immer gesagt, dass da draußen viele Rüstungsfabriken sind. Natürlich nicht nur Rüstungsfabriken, sondern auch zivile Industrie. Und jetzt ist die Strahlung dort so hoch, dass man nicht mal mit Filtern durchkommt. Auch keine Eisenbahnstrecke mehr. Nur 1 Krater nach dem anderen. Wir waren weit weg, aber unser Zähler klickte trotzdem wie verrückt. Eine Route schien intakt zu sein. Dort gab es nichts zu bombardieren. Also fuhren wir dort entlang. Wir dachten, so kämen wir weiter nach Westen, aber... Aber natürlich ließen sie uns mit der Diesellok nicht über die Brücke und sagten, sie sei satanisch. Sie wollten uns aber aufnehmen, wenn wir ihnen die Lok zur Läuterung überließen. Also blieben wir. Und dann konnten wir nicht mehr weg. Dieser Vater Silantius hatte all deine Gehirnwäsche verpasst. Also beteten und verbeugten sie sich ununterbrochen. Sie nahmen unsere Diesellok mit bloßen Händen auseinander und warfen die Stücke in den Fluss. Läuterung. Und obendrein bestraften sie uns noch, weil wir ihnen nicht halfen. Senja ging los, um nachzuschauen, was da los war. Und da waren nur Einheimische, weil Silantius, dieser alte Arsch, unsere Leute geschickt hatte, um sie zu prüfen. Er hatte gesagt, wenn sie wirklich akzeptiert werden wollten, müssten sie einen Dämon besiegen. Senja ging los, um sie aufzuhalten. Aber es war zu spät. Er fand nur noch verbrannte Stoffreste. Und dann schickten sie ihn, um dasselbe zu tun.
nie zurück. Katja, es tut mir leid. Ich wusste ja nicht. Nein, das wusstest du nicht. Was geschehen ist, ist geschehen. Es ist so trostlos hier drin. Stepan, vielleicht kannst du uns was vorspielen. Aber klar! Ach, wenn das nicht süß ist. Ja, hör endlich auf damit! Tja, was hast Artyom, du erwartet? Der Oberst wartet im Führerstand auf was dich. Was stimmt denn nicht mit deiner Schutzweste? Tokarev war sauer. Ah, eine lange Geschichte. Komm schon, raus damit. Der Oberst kann warten. Naja, da sitze ich also auf einem Stahlträger und beobachte Artyom, wie er unten herumläuft. Ach, du hast es echt drauf? Artyom hat den Großteil der Arbeit erledigt. Das hat er, ja, das hat er. Du darfst mich beim Lügen aber nicht unterbrechen. Schließlich hast du selbst nach der Weste gefragt. Also gut, mach weiter. Ich sehe also, wie Artyom zu dieser Tür geht und denke, dass ich so langsam runter sollte. Aber irgendwas hält mich fest. Was denn? Woher soll ich das wissen? Es ist dunkel, keiner da. Aber ich kann mich nicht bewegen. Und diese Einheimischen redeten ja immer von diesem Zar-Ding. Also denke ich, da gibt es eine Verbindung. Und? Also löse ich den Sicherheitsriemen und springe runter. Da unten ist eine Scheune, das Dach ganz nah. Und was ist mit dem Zar? Ach, der Zar ist riesig, unheimlich wie nichts. Dann ist da dieser rostige Nagel und mein Träger verhakt sich daran. Tja, du kannst vom Glück reden, dass du schon einen Spitznamen hast, Duke. Das ist zum Totlachen. Und was passiert dann? Oh, dann springen wir auf diesen alten Prediger. Naja, hauptsächlich Artyom. Glitzt zu ihm wie ein Falke. Ja, er ist echt gut. Während ich über diese Träger klettere und den Zar bekämpfe. Oh, ich lach mich tot. Naja, im Grunde hat er das ganze Problem gelöst. Wohl wahr. Gut gemacht, Artyom. Ja, das habt ihr beide gut gemacht. Krest auch. Klar. Er hat die Wachen wunderbar abgelenkt. Ich habe mir fast vor Lachen in die Hose gemacht, als sie das Holz ranschafften. Er ist ein Künstler. Ja, er ist echt klasse. Ihr seid echte Helden. Und das schreit nach. Was? Einem Schnaps. Dachte ich mir schon fast. Mehr Alkohol. Du bist jetzt wirklich einer von uns, Sam. Schließt du dich uns an? Nee, noch nicht. Beim Essen vielleicht. Na, dann musst du aber ordentlich aufholen. Klar doch. Egal. Wir gönnen uns jetzt was zum Aufwärmen. Naja, mach du mal. Klasse! Hey, geil, hier gibt's sogar eine Dusche. Ach, gutes Zeug. Oh, ihr kleinen Mäschen. Ich geh mal ganz Leute, kurz. Ich hab mir da ein paar Gedanken aufgerufen gehabt. Was erwartet ihr so von dieser Reise? Merkt mich gerade, der Zug fährt in die andere Richtung und ich laufe auf die Lok zu. Deswegen gehe ich mal kurz hier hinten gucken. So, das war unser Zimmer. Ah, hi, Artyom. Wie gefällt es dir? Gereicht den höchsten Ansprüchen. Was hältst du von dieser Werkbank? Hm? Nett. Alles in Griffweite und trotzdem so viel Platz. Das meiste von dem, was ihr draußen gefunden habt, ist in diese Werkstatt eingeflossen. Also vielen Dank dafür. Das müssen wir auch weiterhin so machen. Offenbar haben wir eine lange Reise vor uns. Nützliches wie Munition und Ausrüstung wächst nicht auf Bäumen. Und je weiter wir uns von Moskau entfernen, desto schwieriger wird es vermutlich, die Sachen zu besorgen. Also denk immer dran,
alle Materialien einzusammeln, die du finden kannst. Es gibt so viel zu tun. Ich weiß noch nicht, wo ich an den Anzügen arbeiten werde, aber das wird sich bald zeigen. Es wird höchste Zeit, dass wir unsere Uniformen reparieren. Ein paar unserer Leute sehen bereits ziemlich zerlumpt aus. Dukes Schutzweste trägt den Rückenschutz nicht mehr. Daher witzelt er, dass es zum Glück nicht der Brustschutz ist, sonst wären seine Zehen in Gefahr. Wie auch immer. Ich werde die kleine Bande wieder zu einer echten Armee machen. Daran habe ich keinen Zweifel. Gut, das reicht. Genug angegeben. Ich will nicht weiter deine Zeit beanspruchen. Der Oberst hat dich zu sich beordert. Ich habe Sachen zu erledigen. Ihr macht eure Ausrüstung immer so schnell kaputt. Aber nichts, was ich nicht reparieren muss. Was möchtest Medpacks, du denn? Moni. Onkel Zuckerer, hast du eine Nähmaschine? Nein, habe ich nicht. Aber wie reparierst du denn dann die Anzüge? Wie alle anderen. Kleine Nadel und Faden und Nähe mit kleinen Stichen. So, ist echt ein bisschen die Stabilität erhöht, aber die Genauigkeit um den Schaden. Na klar, aber später. Ich habe noch zu tun. Ich will die Stabilität nicht zu weit reduzieren, aber ein größeres Magazin ist auch nicht schlecht. Klar. Aber nur unter Aufsicht. Ja, Sam ist kurz gucken, die Pistolen habe ich zwar eigentlich nicht gebraucht, aber. Und Onkel Sam ist gar nicht streng. Er ist total nett. Sehr gut. Also gut. So. Was ist bei dir, Schmucki Boy? Das ist gut. Nein, nichts rauchen. Bäh. Rauchen, pfui. Ich selbst möchte gerne Tokerev und Nastja gerade Arm drücken. Das Wetter von meinen Abenteuern erzählen, damit sie mich mit ihren großen grauen Augen ansieht und sagt, du bist ein Held. Ich hoffe, ihr endet nicht als Abendessen. Ich befürchte aber doch, weil ihr in der Nähe der Küche seid. Ah ja, den Bereich des Zuges kenne ich wieder. Hör zu! Ich habe mit der Arche gesprochen. Und zwar dank Tokarev. Er hat den Decoder ans Laufen gebracht. Arche, bitte kommen! Bitte kommen, Arche! Ende! Arche hier! Identifizieren Sie sich! Ende! Hier spricht Oberst Svatoslav Malnikov. Kommandant einer Sondereinsatztruppe. Wir haben Ihr Signal empfangen und sind unterwegs zu Ihnen. Haben Sie verstanden? Ende. Ja, ja. Ich höre Sie laut und deutlich. Mit wem spreche ich? Wie kann ich Sie ansprechen? Stellvertretender Leiter der Kommunikationsabteilung, Major Ivanov. Einen Moment. Oh ja, Herr Major. Natürlich müssen Sie eine Überprüfung durchführen. Also gut, Oberst Melnikov. Einfach großartig. Ich entschuldige mich für den Mangel an Vertrauen, aber wie Sie wissen, ist die Situation ernst. Und der Feind kann jederzeit zuschlagen. Das verstehe ich, Herr Major. Und ich hoffe, Sie können der Führung mitteilen, dass meine Leute sehr pflichtbewusst sind und Ihnen bei unserer Ankunft voll und ganz zu Diensten stehen werden. Ende. Vielen Dank für die guten Nachrichten. Wie viel Mann umfasst Ihre Streitkraft, Oberst? Ich habe einen Trupp der besten Agenten, die unsere Spezialeinheiten zu bieten haben. Ein Trupp? Ah, ich verstehe. Nun, das ist gut. Sehr gut. Ja, wir sind keine große Streitkraft. Aber wir überbringen eine extrem wichtige Nachricht. Wir kommen aus Sektor K6 Alpha zu Ihnen. Haben Sie Informationen über Feinde, auf die wir unterwegs treffen könnten? Ende. Einen Moment, bitte, ich schau mal nach. K6 Alpha, sagen Sie. Soweit ich das sehen kann, sind keine Feindbegegnungen aus dieser Gegend gemeldet, Rufus. Ich muss unser Gespräch jetzt leider beenden, aber seien Sie versichert, dass wir Ihre Ankunft erwarten.
sofort Bericht erstatten. Und der Verteidigungsminister wird Sie sicher gern empfangen. Das ist eine große Ehre. Das klingt nicht besonders gut. Ein paar Worte aber noch. Wie ist die allgemeine Lage bei Ihnen, Herr Major? Bitte? Herr Oberst, Sie werden verstehen, dass diese Information geheim ist. Aber ich verstehe auch, dass Sie... Uns geht es gut, keine Sorge. Nun, wir sehen uns in der Arche. Ende und aus. Ich diene dem Volk. Ende und aus. Verstehst du jetzt, du ungläubiger Thomas? Meine Hände zittern vor Aufregung. Der Minister höchstpersönlich. Das ist unglaublich. Du bist so naiv, Miller. Übrigens, Archer, du solltest dir mal die Karte ansehen. Mache ich gleich. Aber ganz kurz. Das geht nicht nur mir so, oder? Die andere Seite klang so ein bisschen erstens reserviert und zweitens so ein bisschen irritiert von dem, was wir da überhaupt faseln. Also was Miller überhaupt faselt. Und Miller freut sich wie ein Honigkuchenpferd. Oh ja, oh ja. Wir treffen den Minister höchstpersönlich. Miller ist so doof. Wie du siehst, fahren wir fast geradewegs auf den Yamantau-Komplex zu. Katja und Crest haben gesagt, dass die Strecke dort in einem brauchbaren Zustand ist. Ist doch nett. Wirklich überraschend, wenn man die Menge der wichtigen Ziele dort berücksichtigt. Also können wir hoffen, von jetzt an gut voranzukommen. Direkt bis zum Ziel. Es ist gar nicht mal so weit, aber unser Tempo hängt vom Zustand der Schienen ab. Ich denke, es könnte also etwas dauern, bis wir dort ankommen. Also, Jernak, wo waren wir stehen geblieben? Wir nähern uns dem Yamantau-Bunker, dem letzten Ziel unserer langen Reise. Der direkte Funkkontakt mit dem Bunker hat Millers Unmut über das Zerstören unseres bisherigen Lebens vollends zerstreut. Er wartet jetzt begierig auf das Treffen mit dem Verteidigungsminister, das ihm versprochen wurde. Vermutlich ist einem Karriereoffizier so etwas wichtig. Die Leute sind jedoch weniger interessiert. Sie stellen wichtige Fragen. Wo sind die Besatzungstruppen? Warum treffen wir nur auf Wildnis und wild gewordene Menschen? Was hält die Regierung davon ab, das Land wieder aufzubauen? Was wurde in den letzten 20 Jahren bereits unternommen? Miller glaubt, dass wir auf alles Antworten bekommen werden. Er wird begnadigt, Anna und ich auch. Und dann kehren wir alle nach Hause zurück. In die Metro. Bestimmt nicht. Genau so wird es garantiert nicht ablaufen. Kann ich prophezeien. Motor 30, was ist da vor uns los? Ende. Alles ist verlassen, aber die Bahnstrecke ist in Ordnung. Ende. Verstanden. Fahrt nicht so schnell und passt auf die Strahlung auf. Ende. Verstanden. Ich kann es noch nicht glauben. Wir sind da. Glaubst du es? Wir sind endlich da. Das war unser Ziel. Nicht nur seit Wochen oder Monaten, sondern seit 20 Jahren. Mein ganzes Leben. Und es war nicht umsonst. Jetzt das kann ich erst, es mit wir Sicherheit da sind, sagen. Guck mal, Mama. Hier sind wir. Ich weiß nicht. Warum? Es gefällt mir hier nicht. Es ist unheimlich. Ja, besonders einladend sieht es in der Tat nicht aus. Sag es nicht. Genosse Oberst, hier draußen wird es ziemlich heiß. Alle Mann Masken aufsetzen. Passagiere, reingehen und gut zuknüpfen. Ja, natürlich. Komm, Rast. Planänderung. Ab hier nehmen wir die Motordraisine. Wartet auf Artyom und mich. Was ist mit mir? Du hast schon so lange davon geträumt, hierher zu kommen. Und jetzt willst du mich zurücklassen? Bin ich deine Tochter oder nicht? Also gut, komm mit. Sonst nimmt das ja nie ein Ende. Eine kluge Entscheidung. Gelmark, halte die locker. Eine Punktlandung.
Bringt die Aurora zurück in die sichere Zone und bleibt dort. Machen wir sofort. Stefan, du übernimmst die Führung, solange ich weg bin. Jawohl. Sehr gut. Auf geht's. Hier sowieso nicht durchgekommen. Zumindest nicht hin, neben der Motor 37. Sieh dir all diese Autos an. Artyom hatte recht. Die Leute sind aus dem ganzen Land hierher gekommen. Jawohl wahr. Aber niemand ist aus Moskau gekommen. Bis jetzt. So viel vergeudete Zeit. Das gleichen wir jetzt wieder aus. Ja, wir sind fast da. Das ist kein guter Ort. Wir hätten wirklich nicht hierher kommen sollen. Dein Wort in Gottes Erdfest. Wo ist jetzt mein Begrüßungskomitee mit dem roten Teppich? Das verstehe ich nicht. Seht ihr? Keiner zu Hause. Wie wär's, wenn wir umkehren, ne? Da! Was? Hi! Mit Geschütz? Nett. 3, 2, 1 und Feuer. Identifizieren Sie sich! Oberst Miller, mit einer Meldung für den Verteidigungsminister. Und wo sind Ihre Leute, Herr Oberst? Im Zug. Draußen ist es gefährlich. Kontaktieren Sie sie und sagen Sie ihnen, dass sie den Zug zur Dekontaminierung in die Hauptluftschleuse bringen sollen. Willkommen in der Arche, Herr Oberst. Fahren Sie durch den Tunnel und nehmen Sie dann den Aufzug. Sehen Sie, wir werden erwartet. Die Sache stinkt. Oberst Miller ist so naiv. Warum ist hier alles so verlassen? Keine Waffenstellungen, keine Patrouillen. Wozu sollten Sie die brauchen? Ein Atomsprengkopf würde hier nichts bewirken. Zur Regierung. Hast du wenigstens eine Ansprache vorbereitet? Sich beim Minister zu melden ist kein Spaß. Ach, geh mir nicht auf den Wecker. Ich habe die Nacht durchgearbeitet. Meinst du nicht, du solltest Artyom jetzt irgendwas sagen? Ja, du hattest recht, Artyom. Und ich nicht. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Mhm. Dank mir nicht zu früh, Miller. Wenn hier wirklich alles gut wäre, wäre das Spiel zu Ende. Wird schon schief gehen. Sprichwörtlich. Das sieht aus wie ein Vorführraum.
Genosse Minister, Kommandant der Sondereinsatztruppe der Stadt Moskau, Oberst Miller, meldet sich zur Stelle. Ich möchte darum bitten, dass meine Leute vorübergehend mit Quartieren und Vorräten versorgt werden. Es befinden sich auch Frauen und Kinder unter uns. Unsere Kämpfer sind jedoch noch in Form und einsatzbereit. Frauen und Kinder? Gut, die hatten wir schon lange nicht gesehen. Wer sind Sie? Oi. Das war schnell vorbei. Nice. Ich würde jetzt meinen berühmten, ich hab's euch ja gesagt, Tanz aufführen, aber da ich euch so einschätze, dass ihr das ebenso vorhergesehen habt wie ich, ist das an der Stelle nicht nötig. Was? Wo bin ich? Wo sind die anderen? Alles läuft wie geplant. Alles ist gut. Bis jetzt. Bis jetzt? Ich verlange ein Treffen mit dem Verteidigungsminister. Sofort! Keine Sorge. Alles wird gut. Und sogar noch besser. Der Minister und der Anführer höchstpersönlich erwarten Sie zum Essen. Essen? Was zum Teufel? Wollen Sie mich verdammt nochmal verspotten? Halt die Klappe! Der Doktor spricht! Wo ist die Regierung? Antworten Sie! Hier, Herr Oberst, hier. Wir sind die Regierung, die Sie verdienen. Wage es nicht, du Mistkerl! Ihr seid doch nur verdammte Kannibalen! Beruhigen Sie sich, sonst bekommen Sie noch Gelbsucht. Und glauben Sie mir, diesen bitteren Geschmack mag keiner. Ey, das fass Anna nicht an, sonst setz was. Wir müssen sie erst untersuchen. Binde ihr meine Husten Hände los, du Wichser! Dann stecke ich dir deine Untersuchung so tief in den Arsch, dass sie oben wieder rauskommt. Achten Sie auf Ihre Wortwahl, junge Dame. Machen Sie es wie der junge Mann. Er ist vor langem aufgewacht und hört auf, kluge Mensch. Ach du Scheißkerl! Lass mich los! Nicht einer wird entkommen! Kein einziger! Also, Herr Oberst, Sie nehmen jetzt das Funkgerät und sagen Ihren übrigen Leuten im Zug, dass Sie herkommen sollen. Es sei denn, Sie wollen, dass Sie lange leiden. Bevor sie serviert wird, haben Sie verstanden. Und ich hatte gedacht, es gäbe zur Abwechslung mal eine intelligente Konversation. Schade. Das ist jedoch kein Problem, da dieser nette junge Mann das stattdessen übernehmen wird. Sobald wir mit Ihnen fertig sind, wird er es nicht mehr wagen zu widersprechen. Naja, hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Jakob, du kannst anfangen. Ich krieg dich noch, selbst wenn ich tot bin. Das könnte durchaus passieren, Herr Oberst. Ich könnte mich an ihn verschlucken oder so. Derweil bitte ich, ihr mich zu entschuldigen. Kommt her, ich reiß euch alle in Stücke. Jeden einzelnen von euch. Das hätte ich schon vor dem Krieg tun sollen. Aber ich küppe euch in Ruhe. Verbrennt diesen Abschaum. Zu Asche. Damit nicht mein Jetzt werden wir wieder satt sein. Gut. Juhu. Regierung. Ah, schön. Katjab. Hierher. Dankeschön. So, und gerade jetzt, wo es spannend wird, sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich mache für heute Schluss, bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über Likes und Kommentare freuen und würde mich ebenso freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Metro Exodus dann wiedersehen. Bis dahin und bye bye. Du hattest die ganze Zeit recht. Da
draußen ist nicht nur Russland. Da ist die ganze Welt.